Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Boah, Alter, was das für ein Emo ist, ey. Ich glaub's nicht. Bärenkopf. Nee, warte. Können wir damit sprechen? Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ja, Sicherheitsvorkehrungen muss man treffen, wie gesagt. Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe. Wer will denn schon nach totem Bär riechen, verdammt? Bärenkopf. Dieser Teppich erinnert mich an einen der Grund... Ganz egal, du kannst... Das war das gleiche wie eben. Kannst du damit sprechen? Bist du... Oder schl... Das ist das Man gleiche wie eben. Können wir den Bärenkopf mitnehmen? Aha! Dieses Gebiss ist eine heimtückische Todesfalle. Okay. Schlüssel hin, Schlüssel her. Ich greife da bestimmt nicht rein. Doch. Doch, tust du. Ich unterdrücke mal den Drang, um Hilfe zu schreien. So wie ich es andauernd tue. Schlüssel, guck den mal an. Den hat Ben hier bestimmt versteckt. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Er weiß genau, dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe. Ich könnte meine Hand verlieren, wenn ich da reingreife. Aber du könntest keinen Schlüssel haben, wenn du da nicht reingreifst. Verdammt. Bleib, wo du bist. Ich rette dich. Oder hole Hilfe. Ach Mann, was bin ich nur für ein elender Angsthase. Weißt du, Sedwick, genau das gleiche frage ich mich auch gerade. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Mit rechtem Mausklick öffnet man das Inventar. Mit Papierfetzen. Ich sollte mir den Zettel vielleicht erst einmal ansehen. Haben wir schon. Das Loch? Niemals. Ich habe meine Hand aufs Spiel gesetzt, um den zu bekommen. Das ist überhaupt nicht. Hier fehlt kein Schlüssel. Hier fehlt die Klinke. Naja, entweder die oder eine bessere Idee. Wenn man nur irgendwie von innen rankäme. Ja. Sperr dich doch da drin ein. Mach so wie Lilly. Schlüssel aus der Hand und Kerze angucken. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Ich sage, keine Kerze brennt ewig. Nix wert ewig. Sentimentale Scheiße. Kleine Flamme der Hoffnung. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Habe ich schon erwähnt, dass Sedwick theoretisch ein bisschen Emo sein könnte? Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Ja, du bist auch schon echt scheiße. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Oh. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Das ist gerecht, schätze ich mal. Warum trägt der Ben eine Gumminase? Den werden wir nachher schon noch sehen. Alter, mein Deutsch ist wieder herausragend, möchte ich sagen, ne? So, jetzt haben wir die Schublade geöffnet, dann gucken wir da am besten mal rein. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Ja, so einen Zettel mit sich zu haben, ist immer mal gut. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt und ich... Da ist jetzt, glaube ich, nichts mehr drin, oder? Leer, wie alles, was mir gehört. Boah, auch so Emo zu sein, kriege ich schon schlechte Laune bei. Zettel. Können wir den angucken? Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Weil Ben das gesagt hat. Oh, Mist. Man muss die Maustaste übrigens gedrückt halten, um dieses Menü zu erhalten, da. Das finde ich eigentlich ziemlich ätzend. Alter! Jetzt komm! Hä? 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Probenbeginn bei Sonnenaufgang, 7 Uhr Spot füttern, Spot scheint unser Haustier zu sein, 7.30 Uhr Publikum suchen, 10 Uhr Kanonenrohrtrick proben, ach du Scheiße, 12.15 Uhr Bruno waschen, Bruno ist übrigens echt hübsch,
16.30 Uhr Wohnwagen aufräumen. 19 Uhr Rülpsalphabet proben. Okay. 21.30 Uhr schlafen gehen. So ähnlich sieht mein Tag aus eigentlich. Nicht. Natürlich nicht. Dämliche Schnitzeljacken stehen nicht auf meiner To-Do-Liste. No. Schnitzeljacken sind nicht dämlich. Hallo, es geht um Schnitzel. Hier haben wir noch eine Bärenkralle. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Also ich habe ja keine Ahnung, wie alt dieser Sedgwick ist, aber warum macht er sich Gedanken über seine wahrscheinlichsten Todesarten? Hat er sonst keine Probleme? Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Okay. Ja. Was? Einfach mal die Bärenkralle mitgenommen? Ich dachte als erstes, das beides gehört zusammen, aber das gehört in den Sack, den wir irgendwo mit uns rumtragen. Keine Ahnung. Mist. Die Kralle bekommt er nicht zurück. Am Ende hat sie ihm eh nicht viel genutzt. Ja, das stimmt. Haben wir hier sonst noch was, was wir noch nicht angeguckt haben? Nur die Tür. Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Oh, süße Illusion. Ja. Illusion? Ben, bist du da draußen? Ob ich hier draußen bin, ist das zu fassen. Hockt die ganze Zeit im Wohnwagen und fragt mich, ob ich hier draußen bin. Hast du keine Aufgaben zu erledigen, oder was? Ist ja schon gut. Ich komm ja schon. Nein. Also doch, eigentlich schon gleich. Haben wir den Schlüssel jetzt noch? Ja, gut. So, dann verlassen wir den Wohnwagen mal und gehen mal nach draußen. Sedgwick! Komm sofort her! Es ist schon hellichter Tag! Genau. Ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Ja, Leben im Zirkus muss doch scheiße sein, nicht wahr, Jeremy? Nein, Scherz. Sowas sagt man nicht. Ja, da hatten wir gerade einen kleinen Monster-Lag. Und hier sehen wir schon mal, wie geil das Game eigentlich gezeichnet ist. Spot, lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche. Oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Sedgwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Alter, für wen hältst du dich? Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Oh, jetzt hab ich und danach können wir vielleicht endlich wieder was Mann. Sinnvolles tun. Immerhin sind Obertitel. Obertitel aktiviert. So, dann gucken wir uns mal alles an. Wir haben da den Wohnwagen. Warum sollte ich es mir schönreden? Mein Zuhause ist morsch. Ja. Mir auch nicht. Wann bekomme ich eigentlich meinen eigenen Wagen? Guter Witz. Du kannst von Glück reden, dass du dir die Zahnbürste nicht mehr mit Opa teilen musst. Also, wenn das da Opa ist. Na gut, der Opa sieht eigentlich recht cool aus, aber... Man weiß ja nie, ne, was der so macht. Dafür haben wir Bruno. Ja, Bruno. Den sehen wir gleich noch. Hier haben wir einen Eimer. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt nein, das ist nur mein Spiegelbild. Boah. Also die Emo-Sprüche, die gehen wahrscheinlich auch noch so weiter. Viel weiter habe ich auch nicht gespielt. Ich bin nicht durstig. Zumindest nicht genug, um davon zu trinken. Darin wurde immerhin Opas Hose gewaschen. Gut, dann würde ich auch nicht wirklich drüber nachdenken, noch was zu trinken. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Woran könnte das liegen? Vielleicht, dass wir hier gerade ein Adventure spielen? Kunde Delik. Sauberer als so wird der Anzug einfach nicht mehr. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo, du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. Maul. Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig! Schreib doch Kommentare auf YouTube, du bist genauso nützlich.
Gucken wir uns mal die Hose das an. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Eine Hose hat einen Krieg angezettelt. Naja, Poki hat's geschrieben, also glaube ich's einfach mal.